Aktion. Also Wasser trotzdem wechseln. Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Rossmann hat es gesagt, es ist eine gute Tradition, dass wir begleitend zu den internationalen Bologna-Konferenzen hier eine Debatte im Bundestag führen. Und traditionell ist es natürlich auch, dass die Koalition und die Opposition da ganz unterschiedliche Sichtweisen haben. Aber lieber Kollege Gehring, noch nie haben wir hier von einem Akademisierungswahn in Bezug auf Bologna gesprochen. Und traditionell ist es aber auch so, dass der Vorschlag, den die Linke hier jedes Jahr oder alle zwei Jahre erneut einbringt, weit an der Realität vorbeigeht. Sie haben sich leider nichts Neues einfallen lassen. Seit Jahren lesen wir keine Luft, zu viel Arbeitsdruck, zu viel Anwesenheitspflichten in den Universitäten. Sie lassen sich einfach nichts Neues einfallen, liebe Frau Kohlke. Von daher verweise ich einfach auf die vielen Reden, die wir da schon gehalten haben in den anderen Debatten. Schauen Sie sich da die Argumente einfach noch einmal genau an, bevor Sie Ihren Eintrag demnächst wieder einbringen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Unionsfraktion begleitet den Bologna-Prozess seit vielen Jahren sehr erfolgreich. Wenn wir auf den Antrag blicken, da haben wir es einmal ein bisschen gemeinsam formuliert, ob es der kontinuierliche Aufwuchs beim Hochschulpakt ist, ob es der Pakt für gute Lehre ist, den wir auf den Weg gebracht haben, die Exzellenzinitiative, die vor allen Dingen die Attraktivität für ausländische Studierende, aber auch für ausländische Lehrende ein ganzes Stück erhöht hat, die Aktivitäten des DAAD, Frau de Ritter hat darauf hingewiesen, und der DAAD wird von uns eigentlich sehr gut finanziell unterstützt, allen voran vom BMBF und natürlich auch, was wir in dieser Legislatur auch sehr besonders angehen, der kontinuierliche Ausbau der Berufs- und der Studienorientierung. Und in dieser Legislatur, liebe Kolleginnen und Kollegen, die große BAföG-Reform, keine Förderungslücken bei Bachelor-Master, wir haben es gehört, der BAföG-Zugang für Drittstaatsangehörige wurde erweitert und natürlich, das muss hier auch dringend erwähnt werden, die riesige finanzielle Entlastung der Länder, 1,7 Milliarden Euro pro Jahr, ein substanzieller Beitrag zur Grundfinanzierung unserer deutschen Hochschulen. Das können die Länder jetzt einsetzen, um die Studienbedingungen zu verbessern, insbesondere auch die soziale Dimension von Bologna voll zu finanzieren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Bund hat eine ganze Menge getan. Dennoch bleiben Dinge offen, Probleme vor Ort. Wir haben das gehört. Ja, das sind drei Dinge, lieber Herr Gehring. Zum einen ist es die Überspezialisierung der Studiengänge. Wenn ich sehe, dass wir 9.837 grundständige Studiengänge haben und 8.120 weiterführende Studiengänge, dann ist diese Spezialisierung einfach ein ganzes Stück zu extrem und man kann nur die HAK insbesondere auffordern, das wieder ein ganzes Stück auf ein Normalmaß zurückzufahren. Wir haben weiterhin die Probleme, die auch Kai Gehring angesprochen hat, die gegenseitige Anerkennungspraxis innerhalb der deutschen Hochschulen, aber auch wenn Studierende vom Ausland mit ihren Abschlüssen kommen. Das können wir gesetzgeberisch nicht lösen, auch fiskalisch nicht lösen, sondern das ist der Autonomie der Hochschulen geschuldet. Und wir appellieren ja auch in diesem Antrag ausdrücklich an die Hochschulrektorenkonferenz, hier gemeinsame Standards zu entwickeln, Verabredungen zu treffen. Und ich finde, lieber Herr Gehring, die Idee einer Anerkennungsgarantie, darüber muss man nachdenken. Das finde ich einen interessanten Punkt. Denn wir können nicht festlegen, wann eine Klausur korrigiert wird, wann sich in ein Seminar einzuschreiben und so Ähnlichem. Das ist Hochschulautonomie. Das müssen wir da auch ein ganzes Stück anerkennen. Was den Master betrifft, das kommt auch regelmäßig. Wir haben einen festen Standpunkt. Den haben wir auch in dieser Legislatur nicht geändert. Jeder, der die Leistung bringt, soll einen Masterstudienplatz erhalten. Und beim Master geht es um eine wissenschaftliche Vertiefung. Der Regelstudienabschluss ist der Bachelor. Und die Frage der Masterstudienplätze muss natürlich fachspezifisch beantwortet werden. Natürlich gibt es auch Studiengänge, wo der Master als Regelabschluss zählt. Aber unsere differenzierte Hochschullandschaft macht da, glaube ich, auch ein sehr klares, differenziertes Angebot. Abschließend noch, Kollege Rossmann hat es angesprochen, ich glaube, unser Antrag, ganz wichtig, Blick auf Osteuropa, auf Mobilität nach Osteuropa ein ganzes Stück zu erhöhen.
Von Osteuropa kommt schon eine ganze Menge nach Deutschland, aber ich kann nur sagen, neben Frankreich und Großbritannien haben natürlich auch Estland, Polen und auch Armenien sehr gute Hochschulen. Und in diesem Sinne sollte auch der Passus von Belarus ein ganzes Stück verstanden werden. Noch ein Wort zum Arbeitsmarkt und die Bachelor-Absolventen. Wir haben zwei Studien dazu lesen dürfen vom DIHK und eine vom Deutschen Institut der Wirtschaft in Köln. Ich empfehle einen Artikel aus der Welt vom 4. Mai dazu, der aufklärt, wie diese verwirrenden Zahlen unter Umständen ein Stück zustande kommen. Für mich steht fest, diese Zahlen sprechen für die Akzeptanz des Bachelors in der Wirtschaft. Und wir sind da auf dem richtigen Wege. Ich wünsche der Bundesregierung, dem BMBF viel Erfolg in Jerewan auf der Bologna-Konferenz und bitte Sie herzlich, unserem Koalitionsantrag zuzustimmen. Vielen Dank. Damit sind wir am Ende der Aussprache angelangt.